Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Age of Mythology. In der letzten Aufnahmesession haben wir die Hauptkampagne Sturz des Dreizacks abgeschlossen. Also alle 16 Missionen, 30 Missionen, Entschuldigung, durchgemacht. 16 Missionen war gerade mal die Hälfte. Und nun beschäftigen wir uns, damit auch unsere Zwergenfreunde mal ordentlich auf ihre Kosten kommen, mit der Mini-Kampagne Die Goldene Gabe, die es kostenlos von Microsoft gab damals. Was ich ganz nett fand. Und zwar beginnen wir mit Brocks Reise. Brock und seine Zwerge machen sich auf den Weg zu den Zwergenminen. Also ja, Brock ist ein Zwerg, er hat Zwerge und sie wollen zu den Zwergenminen. Sehr viel Zwerg auf einmal. Deswegen meine ich ja, Zwergenfreunde, so wie ich auch, kommen jetzt hier voll auf ihre Kosten. Und wir spielen wieder in den Nordlanden, was mich auch freut, da die Wikinger irgendwie mein Lieblingsvolk in diesem Spiel sind. Also legen wir los. Vor langer Zeit war ein Zwerg namens Brock der angesehenste Schmied von Midgard. Das dachte er jedenfalls, bis eines Tages ein seltsamer alter Mann bei ihm auftauchte. Niemand bezweifelt, dass du ein guter Schmied bist, Brock. Aber wie ich höre, bevorzugt Thor nun deinen jüngeren Bruder. Eitri, er ist doch noch ein Kind. Natürlich ist er deiner nicht ebenbürtig. Trotzdem ist er in diesem Augenblick unterwegs zur Schmiede unter den Bergen, um dort für den Gott Freier ein mächtiges Wesen aus Metall zu schaffen. Der metallene Eber? Das war meine Idee. Eitri wäre niemals von allein darauf gekommen. Wir wollten ihn zusammenschmieden. Brecht das Lager ab. Wir machen uns auf den Weg zur Schmiede. Ja, das Lager abbrechen können wir leider noch nicht. Denn wir müssen mit diesem Lager auskommen. Jo. Dafür haben wir besondere Einheiten, nämlich die Helden von Ragnarok. Als Heldeneinheiten. Infanterieheld, der an der Finalschlacht der Götter teilnimmt. Und ja, sie sehen ein bisschen zwergisch aus. Nach einem sich dreimal wiederholenden Winter, der bitteren Sturmzeit, der furchterregenden Wolfszeit und dem blutigen Schwertalter kündigen die Hedefjalla und Gullinkambi durch ihr Krähen Ragnarök an. Oder Ragnarok. Ragnarök. Bei dieser letzten Schlacht werden die Götter selbst im Kampf gegen die Kräfte des Bösen sterben. Alle neuen Welten und die Götter, die Sterblichen und die Riesen werden in diesem Kampf vernichtet. Doch wenn die neuen Welten sterben, stirbt damit nicht die Hoffnung, denn aus der Asche der alten Welt wird eine neue Welt des Friedens geboren. Und für diese Welt kämpfen die Götter und Helden. Also ja, die Ragnarök-Erzählung. Wir müssen erst einmal mit dem, was wir hier haben, klarkommen. Also, wir sollen 4 Ochsenkarren bauen. Ochsenkarren sind sehr langsam und können Angriffen nur schlecht entkommen. Sie müssen beschützt werden. Durch genaue Erkundung finden Sie die besten Stellen, zu denen Sie Ihre Ochsenkarren schicken können. Eine genaue Erkundung wird Ihnen einige nützliche Überraschungen einbringen. Schwerpunkt sind Helden des Ragnarök. Der göttliche Zauber Ragnarök verwandelt alle Dorfbewohner in Helden des Ragnarök. Die Helden des Ragnarök sind fast ebenso mächtig wie normale Helden. Sie erhalten umgehend eine Armee, jedoch auf Kosten ihrer Wirtschaft. Ja, können wir mal kurz in den Tech-Tree gucken, weil das ist dieser Zauber hier, den uns Baldr verleiht. Ragnarök. Ja, um die letzte Schlacht zu eröffnen, links liegen sie auf das Symbol Ragnarök. Jupp. Macht halt die ganze Wirtschaft kaputt. Wie man sehen kann, wir können als Zwerge nur Zwerge ausbilden. Was Sinn macht. Wie viele haben wir hier? 9, das heißt, wir setzen mal 6 nach, dass wir 15 haben. Ein paar, die jagen gehen. Ein paar, die andere Sachen machen. Und ja, wir haben Brock als Helden. Also Brock kennen wir ja bereits aus der Hauptkampagne, aus dem nordischen Teil. Dort hat er mit seinem Bruder Eitri zusammen... Hat er mir ja mit seinem Bruder Eitri den Hammer von Thor neu schmieden müssen. Jau.
So, wir erkunden ein bisschen das Gebiet. Wir können bei dieser Mission ruhig alles in Ruhe machen. So, da wir Thor spielen, ist es nicht so schlimm, dass wir nur Zwerge ausbilden können, da Thor netterweise Zwerge besser verbessert, dass sie auch Nahrung und Holz schneller sammeln. Macht uns das nicht so viel aus, dass wir nur Zwerge ausbilden können. So, wir haben jetzt 5 Holzfäller und 5 Goldsammler fürs Erste. Das hier sollten wir gleich mal erforschen. Kleines Goldrinnsal, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Schicken wir mal den mittleren Stoßtrupp weiter durch die Gegend. Dass er jedenfalls mal hier oben erkundet. Und wir sehen auf der anderen Seite dieser kleinen Insel einen Hafen, einen grünen. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir darüber expandieren. Und ja, es gibt natürlich auch einen Gegner hier. Nämlich Volstags Krieger, das ist der Rote, den wir hier oben schon sehen, bei der heißen Quelle. Oh. Achso, wir haben noch Bock ausgewählt gehabt, deswegen. So, Jagdsachen sind bereits alle erforscht, deswegen können wir einfach hier die Hirsche jagen gehen, die Karibus mit unseren Zwergen. Und wir können jetzt einen Hafen noch errichten hier. Nicht direkt bei den Fischen, sonst hindern sich die Fischverkutter ständig, sondern daneben. Dann können wir dort kurz übersetzen. Und können mal gucken, was das für ein Hafen hier ist. Also ja, die Mission ist ziemlich linear und geskriptet, zu unserem Glück. So, ein Transportschiff. Dass wir die Helden von Ragnarok und die anderen Truppen hier rüberbringen können. Und wir sollten uns erstmal darauf konzentrieren, ins nächste Zeitalter voranzuschreiten, dass wir die Siedlung auch besetzen können. Deswegen werde ich nachher mal ein paar Axtwerfer ausbilden. So. Die ich dann hier rüber schicke, um die Siedlung zu besetzen, sobald wir das können. Und ja, hier ist ein Frostriese. Den wir allerdings recht schnell mit den Händen des Ragnarök ausschalten können. Und wir kriegen die gesamte Siedlung, oder was davon noch übrig ist jedenfalls. Inklusive der Fischerkutter. So, hier sind noch drei Fischschwärme. Und hier sind noch 3 Fischschwärme, wenn ich richtig sehe, ja. Das heißt, wir haben nachher 6 Fischerkutter hier. So. Ihr könnt wieder hier übersitzen. Das Transportschiff schicke ich mal hier hin. Und schicke die Fischkutter los. Zu fischen. Ja, mit 6 Fischkuttern. Oh ja, die Kühe. Die sollten wir auch übersetzen. Die Sichtweite von unseren Türmen zu erhöhen, wäre auch keine schlechte Idee. Und sie abzugraden hier. So. Die Kühe sind nachher nämlich ziemlich wichtig. Also die sollten wir nicht einfach so schlachten. Und ja, ich wollte eigentlich... Du hältst dich erstmal zurück. Oh, wir können das nächste Zeitalter aufsteigen. Und zwar machen wir das mit Skadi wegen der Axtwerfern.
Weil ich die etwas lieber mag. Und wir versuchen mal die Heilquelle hier zu erobern. Dazu müssen wir nur wieder einen Frostriesen ausschalten. Hoffe ich mal. So, dann werden mal die Ragnarok-Helden hier geheilt, die ich gerade ein bisschen lediert habe. So. Ein paar Axtkämpfer. Die sind gleich voll geheilt. Und die sind jetzt ohne Arbeit. Gut. Wir sind im nächsten Zeitalter. Dann setze ich mal kurz einen Ochsenkarren nach. Die haben bereits Schilde. Ich hätte aber gerne mal bessere Waffen und Rüstung in meiner Zwergenwaffenkammer. Das ist auch praktisch, dass wir die haben. Und da ist noch ein Riese, der weg sollte. Die haben komischerweise schon alle die Weiterentwicklungen. Aber in der Schmiede sind sie noch nicht gemacht. Okay, setzen wir das auch gleich mal mit auf die Liste. Ich könnte Valkyren ausbilden. Bringt allerdings nicht ganz so viel. Die sterben mir nämlich irgendwie immer zu schnell, die Valkyren. Dafür sollte ich lieber den letzten Fischerkutter die Arbeit schicken und mal die Fischerkutter auch verbessern. Während ich mit meinem Stoßtrupp mehr Kühe finde. Und ein paar Wildschweine. So. Wildschweine geben auch eine gute Jagdbeute ab. Okay, das Wildschwein hat sich nicht töten lassen. Stelle ich dich mal hier auf. Und erkunde mit dir weiter das Gebiet. Und wir nennen uns mal ganz kurz hier den Verteidigungsanlagen des Gegners. Mauern upgraden brauche ich nicht unbedingt. Achso, ich habe aus Versehen den Holzfäller den Ochsenkarren geklaut. Das ist nicht so nett. So, ihr auf das Schiff, dass wir das Dorfzentrum besetzen können. Dieser Pass wird uns zu der Höhlenschmiede führen. Aber wenn wir dort entlang gehen, wird Volstag davon erfahren. Er wird einen Sturm entfachen, um uns aufzuhalten. Ja, deswegen sollten wir nicht da lang gehen. Sondern einfach hier ein bisschen Befestigungen errichten. Und wir können unseren Zwergen hier den zusätzlichen... Die Karren werden meine wichtigsten Werkzeuge transportieren. Wir müssen mindestens 4 von ihnen zur Höhle bringen. Und mich natürlich auch. Ja. Das ist nur logisch. Dass wir dich zur Höhle bringen müssen. Ja. So, damit haben wir etwas Verteidigung, falls mal wieder irgendwer hier rauskommt. Und Brock legt sich gerade alleine mit einem Frostriesen an. Wir könnten ihn sogar besiegen. So. Die Verbesserung mal machen. Bronzewaffen, da wir genug Nahrung hier reinkriegen. So. Also ja, den Pass ignorieren wir. Weil wie Bock gemeint hat, der könnte etwas gefährlich sein. Wir gucken uns lieber hier weiter um. Und finden noch eine Kuh.
Wir werden auf jeden Fall noch mehr Ochsenkarren brauchen. Und dringend mehr Holz. Eigentlich bräuchten wir auch mal bessere Infanterie auf jeden Fall. Und die Axtwerferverbesserung. Ja. Kann auch nicht schaden. So, ihr könnt das Dorfzentrum da besetzen, sobald wir genügend Holz haben. Oh. Da wollte mir einer meine Kühe klauen. So, jetzt erlegt ihr noch das letzte Wildschwein und dann... Wie viele Kühe haben wir jetzt hier mittlerweile? 9 Stück. Da oben haben wir jede Menge Gold. Das heißt, wir müssen gar nicht auf die Insel übersetzen, um das Gold abzubauen, aber das ist etwas näher als das Gold da oben. Ja.